Das Zentrum für LehrerInnenbildung gehört zu den zentralen Einrichtungen an der Universität Vechta. Hier arbeiten wir als Schnittstelle zwischen Lehramtsstudium, Wissenschaft und Schulpraxis. Unsere Aufgabe ist es, die verschiedenen AkteurInnen in der LehrerInnenbildung zu vernetzen und dabei auch die erste und dritte Phase bzw. die Aus- und Fortbildung zu verzahnen. Das können wir hier ganz gut realisieren, da wir relativ kurze Wege haben in Vechta und dabei auch den Theorie- und Praxistransfer in bester Weise ermöglichen können. Daher ist das Kompetenzzentrum für regionale Lehrkräftefortbildung auch am Zentrum für Lehrerinnenbildung angesiedelt. Wir organisieren Fortbildung für Lehrkräfte im Beruf und greifen die Bedarfe der Lehrkräfte in unserer Region auf. Unser Ziel ist es, die Qualifizierung von Lehrkräften so zu unterstützen, dass sie die Lernprozesse von Schülerinnen bestmöglich begleiten. Deshalb arbeiten wir forschungsbasiert und zukunftsorientiert und haben dabei alle Studierenden im Blick, um auch deren Kompetenzen bestmöglich weiterzuentwickeln. Bei der Planung unserer Angebote orientieren wir uns an den schulischen Herausforderungen und an Themen, die die Gesellschaft bewegen. Wir verbinden somit gesellschaftliche Veränderungsprozesse und bildungspolitische Vorgaben. Unsere tägliche Arbeit besteht darin, dass wir mit allen beteiligten Akteurinnen im Austausch stehen. Wir koordinieren die Schulpraktika im Bachelor- und im Masterstudium und wir beraten Studierende dabei, Schulpraktika im Ausland zu absolvieren. Hierfür können wir auf unser internationales Partnerschulnetzwerk zurückgreifen. Zudem begleiten wir die Studiengangsentwicklung, fördern die Forschung in Bezug auf Schule und Unterricht und setzen uns dafür ein, dass die Ausbildung praxisnah und zeitgemäß ist. Die Entwicklung in Schule, Bildung und Gesellschaft zu begleiten, das macht unsere Arbeit so spannend.